Hoffentlich kommt das echt nicht hier noch rüber. Das ist nämlich ein bisschen sehr doll. Ja. Finde ich. Ja. Das kommt mir richtig mit Schmackes runter, wenn das jetzt schon so ist. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Urlaubsvideo oder wie auch immer. Ich sehe richtig fertig aus. Wir hatten eine richtige beschissene Scheißnacht zum Abschluss. Es hat hier, naja, eigentlich hatten wir relativ Glück. Hier ist so ein fettes Gewitter an uns eigentlich nur vorbeigezogen, aber das war schon richtig doll, dass Kascha damit echt Schwierigkeiten hatte. Die ist die ganze Zeit von A nach B gelaufen, hat gehechelt und einfach nur Schiss gehabt. Und ja, das war super anstrengend, weil das Gewitter halt nicht vorbeigezogen ist. Und ja, tatsächlich ist sie jetzt irgendwie fitter als ich. Also ich bin richtig müde. Eigentlich wollte ich um 6 aufstehen, aber habe ich nicht geschafft. Und ja, was wollte ich noch sagen? Meine Konzentration ist irgendwie im Eimer. Ich habe hier so einen scheiß Mückenstich, den habe ich hinten auch einen scheiß Mückenstich. Nein, das war eine Bremse, den habe ich aber schon seit 2 Tagen, den nervt auch richtig toll rum. Ja, wir werden uns jetzt anziehen und dann gucken wir mal, was wir machen. Das Wetter ist nämlich wieder schön und es wird, glaube ich, wieder viel zu heiß. Deswegen gucken wir, dass wir wahrscheinlich irgendeine Wasseraktivität oder sowas ähnliches machen. Oder nur im Schatten verweilen oder ich weiß es nicht. Hallo, du Baby, wie hast du denn heute Nacht geschlafen, nachdem das Gewitter aus war? Gut? Bist du müde? Willst du Pipi machen? Ja, du musst mal, ne? Wir gehen jetzt Pipi machen. Pipi machen. Ja, komm. Hopsi, hops. Oh, die denkt sich so, So, wir haben es jetzt echt mal geschafft. Wir haben uns ein Boot mieten können, auf dem der kleine Hund mit darf. Und wir haben hier die Luxusvariante. Weiß ich nicht, was ist das? Ein Elektromotor? Ja. Wir müssen nicht wie die anderen da hinten, sieht man das, paddeln. Sondern Timo fährt das Ding. Ich lenke gar nicht. Ich fahr gar nicht. Ich hab's einmal eingerastet und jetzt fahren wir. Und guckst du vielleicht auch nach vorne? Wie findest du das, Kashi? Schönes Wasser, ne? Ja, Kashi hat noch die Schirmweste an. Falls sie doch mal meint, dass sie da runterspringen kann, glaube ich zwar nicht. Aber besser ist das, ne? Fällt dir, ne? Ist auch warm. Aber hier hält es sich aus mit der Temperatur. Ja. Findest du das gut, ne? Kashi findet das richtig gut. Ist jetzt den Motor angemacht. Schön. Hat das Spaß? Schön kühl, ne? Richtig schön kühl. Geil. Ich finde das voll gut. Ich finde das richtig gut. Schön, ne?
Kascha, magst du das gerne? Du magst das, ne? Sie findet das richtig gut. Ja? Ja. Kascha? Ist gut, warte. Das soll jetzt nicht nach vorne. Ja, darf sie auch nicht runter. Ja, das, ja, klar. Aber soll sie lieber nicht. So, wir nehmen Kurs auf Biessee. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber da hinten ist der Bootsverleih, wo wir eigentlich ein Boot haben wollten. Die uns das aber nicht geben konnten, weil wir halt den Hund dabei haben. Nett, nett. So, das wird jetzt doch etwas sonnig. Jetzt haben wir mal das Verdeck hier rüber gespannt. Und Kascha hat auch einen anderen Platz eingenommen. Wir sind jetzt vorne. Oh, wie dicht sind wir jetzt in Bad Wiessee? Da hinten. Da sitzen wir abends immer. Da haben wir auch ziemlich viele Bilder gemacht. Aber ist schon krass. Das muss man schon gewöhnt sein. Also mir schon übel. Echt? Ja, also schon etwas. Also nicht erst seit eben. Aber von den Temperaturen hält sich das richtig gut aus hier, ne? Also es ist gefühlt, ja, weiß ich nicht, schon ein paar Grad kälter hier. Was zu trinken, so ein schönes Bier. So ein richtig schönes Spezi wäre es jetzt. Stell dir mal vor, hier gibt es irgendwo so einen Bootsverkauf am Strand, wo man einfach hinfährt. Wie so ein Boot in. Was? Die Fähre. Oh. Dann müssen wir sehen, dass wir wegkommen. Und wie fährt sich das? Gut. Gut. Kommst gut zurecht, da sind ja irgendwelche Knöpfe. Was macht man da so? Du hast ja einfach gar nicht hinzugehört, ne? Du bist einfach losgefahren. Ja. Er wollte eine Einweisung geben. Das war halt sein Fehler, dass er von Anfang an oder als erstes sagte, wie man losfährt. Dann sind wir gleich losgefahren. Ja, und ja, hier, was ich noch sagen wollte. Ja, tschüss. Achso, zurück 2 ist dann schneller als 10, 1. Oder? Ja. Intuitiv hast du auch eine Hupe. Echt? Also, ich probiere es bitte nicht aus, sonst kann es sein, dass der Hund über Bord springt. Vater, willst du nochmal schwimmen? Nee, na, so gehen wir nicht ins Wasser. Hier laufen wir immer längs. Hier in der Mitte ist so ein Naturschutzgebiet, wo man nur mit dem Boot hinkommt. Aber man darf da ja auch eigentlich gar nicht rein, weil die Bojen das, glaube ich, blockieren. Also was heißt blockieren, aber ich glaube, die sind so die Grenze. Und da vorne, da ist der Hundestrand, wo wir vor ein paar Tagen waren, glaube ich. Ne? Da laufen auch Hunde. Sehen wir mal alles von der anderen Seite, ne? Mhm. Ist das die Gondel da? Diese Streifen? Ja. Die hätten wir nehmen können, da diesen Weg von oben. Aber wir sind den einfach gelaufen. Sieht durch die Kamera auch so mini aus, ne? Das hat einfach richtig lang gedauert, da hochzukommen. Ja. Guck mal, Kashi, das sind Fische, ne? Planschen? Kascha ist im Schlaraffenland mit den ganzen Steinen. Was? So, zu guter Letzt sichere ich nochmal alle entstandenen Bilder und Videos in dreifacher Ausführung. Einmal auf dem PC selber. Und dann habe ich noch 2 externe Festplatten mit. Und dann kommt das Ganze auch bestimmt sicher zu Hause an. Ich hoffe, euch hat die Urlaubsreihe gefallen. Beziehungsweise vielleicht auch das Urlaubsvideo. Vielleicht ist es nur eins. Ich weiß noch nicht genau. Ich sehe so fertig aus. Scheiße. Wie ich das mache, ihr werdet sehen.
Also entweder habt ihr jetzt mehrere Teile geguckt oder ihr habt ein ganz langes Video geguckt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.